Also ich bräuchte jetzt wirklich Clear Glass, wenn dann. Das liegt doch da vorne in der Kiste drin. Vorne in der Kiste? In der über dem Ofen ist Clear Glass drin, habe ich dir erzählt. Misserzell? Ja, ich habe gerade gesagt, über dem Ofen, Ja, wo ist hinten. denn hier? Mit dem Ofen, was? Überall im Ofen. Der Redstone Furnace, über deren Kiste du die ganze Zeit, die du die ganze Zeit geöffnet hast, wo du selber die Kartoffeln drin gebraten Ach hast. so, ja, es war so klar, weißt schon, dass ich das Ja, Problem so habe. klar, dass es dann wieder unklar geworden ist. Ich verstehe schon. Aber es könnte sein, dass es nicht reicht. So, Okay, die Bienen. langsam. Ja, was ist mit denen? Machst du Fortschritte damit? Nee. Ich bin immer noch am Plattform bauen. Aber ich habe vor, sie ziemlich sehr bald anzufangen. Okay. Ziemlich sehr bald, das ist Hui, gut. Bob. Hallo, Wand. Hallo. So. Ja, wir sollten uns jetzt mal durchplanen, welche Hoarding-Quest wir als erstes in Angriff nehmen. Also von den Hell's Kitchen, an denen arbeite ich gerade an mehreren gleichzeitig. Es ging jetzt hier um das volle Hoarding. Was wir noch unbedingt brauchen, ist eine selbsterstellende irgendwas für Soul Sand. Dann mach das doch jetzt. Ne, ich muss Bienen machen. Erst mit dem Mit die Soul Sand, Storage Unit der könnten wir Plan, den brauchen. ich da hatte, war, dass wir eine Ender Quarry verwenden. Ist auch eine Möglichkeit. Dann setz mal so eine Ender Quarry auf. Die wir dann bekommen, sobald wir die Nethererze fertig haben. Oh, okay. Ja, dann Plastik-TNT. Weißt du, wo es ist, ne? Nö. Ja, ich weiß, wo es ist und wo wir es herbekommen, aber ich meine, reicht doch eigentlich, wenn wir das dann machen. Muss nicht alles jetzt sofort sein. Doch. Haben wir hier noch Schönes? 100 Double Compressed Sand. Es geht recht schnell, finde ich. Ja, ist halt Double Compressed, ne? Ja, schau mal Cable Gen Madness an. Da brauchst du. Ganz, ganz. Okay. Da brauchst du eins für. Aber es gab noch eine andere Quest. Da braucht man, glaube ich, nochmal mehr davon irgendwo. Anscheinend doch Es nicht. sind schon 32 Millionen Cobblestone in diesem einen Block drin. Ich bezweifle, dass irgendwer. Cool, vorbei, Bragging Rights, da kann das durchaus sein. Sand ging hier rein. Ich brauche jetzt dann ganz viel Dreck. Ich sehe gerade theoretisch. Was denn? Theoretisch könnten wir uns doch problemlos schon eine Deep Storage Unit bauen. Das und diesen Digital Storage. Ja, dann mach das doch mal. Was Wenn der bringt uns Assembler die? kommt, ich meine. Die Eine Deep Storage Quest. Unit ist praktisch ein Barrel, das unglaublich tief ist und 32 Millionen Items oder so. Oder 64 Millionen sogar speichern kann. Oder 128 Millionen. Was Sehr viel bringt auf jeden uns Fall. das dann? Dass wir die Quest fertig Hauptsächlich, haben. ich wollte gerade sagen, hauptsächlich bringt uns das eine Quest. Haben wir da nicht schon mal eine Quest gehabt, Nein, wo wir. nicht. Aha. Ja, aber die haben wir noch nicht beendet. Das war ja die Quest. Wir Die hatten da Deep doch Storage noch Unit. eine. Die hat sich nur verschoben. Die sieht nicht mehr aus. Wir haben kein Ethereum mehr. Keine was? Ethereum. Ethereum. Ist auch ganz mal drin, okay. Ach ja, was ich letztens entdeckt habe, ist in diesen Mob-Dingern da, Safari-Netz, da können Items drin sein. Aha. Hey. Da können Items drin sein. Deswegen sollten wir da mal ein paar aufreißen. Ich mach das jetzt mal. Wo haben wir die denn alle? Ja, ich schaue auch gerade. Ich habe keine Ahnung wo. Vielleicht AI. Nee. Möglicherweise. AI schon mal nicht. Eine Enderpearl brauchen wir noch. Hä, wo sind die alle hin? Was denn Ich wie? glaube, Simon hat die alle schon verwendet, mal. Ja, gerade eben. Erfahrenetze? Also waren jetzt genau. Die haben wir in der vorletzten Aufnahme verwendet. Alle? Alle. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich auch nicht. Hörst du vielleicht noch an die Fledermaus? Ja, die schon. Da siehst du. Du hast nie gesagt, wo die herkommt. Was ist denn das Mein Netz. Safari-Netz? Das mit Genauso wie der die Sch Fallenden Tasse, glaube ich, mal gesagt, aber Genauso wie naja. die Schafe und Kühe. So. So, ich brauche Dreck.
Ehrlich, wir sind so unglaublich technologisch fortgeschritten und diese Aussage hängt uns immer noch nach. Ich brauch Dreck. Immer noch. Wo krieg ich Dreck her? Krieg ich das immerhin, dankeschön. Iron Blend war... Zinn und Platin, okay. Hast du dich wirklich einfach durch diesen Baum durchgegraben? Bis? Hat er. Ja. Baum nervt. Put. Das war, glaube ich, so ziemlich der gesamte Gedankengang. Ja, na und? Welcher Baum ist wo eigentlich? Stimm mir doch nicht zu. Welcher Baum wo? Der Slimebaum für die Road. Achso. Eigentlich so nasig. Chris? Welcher Baum wo? Wir reden. Welcher Baum wo? Hä? Soll ich das jetzt als... Ah, egal. Das kam für mich wenigstens so rüber. Das ist irgendwie voll cool, wenn... Da kann man voll so einen Kickstart machen. Wenn du ja auf die Road drauf springst. So sprinten und dann drauf springen. Man muss aber nicht sprinten für. So, da ist die Road nicht... müsste schon länger sein. Ja, die könnte ein bisschen länger sein, ja. Es müsste Blöcke geben, wo man automatisch die Richtung so ein bisschen ändert. Dann könntest du immer nur gerade ausdrücken, würdest du im Kreis rennen oder so. Gibt's ja. Conveyor Belts. Aber die machen nicht langsam. Ah. Mit dem Aether-Mod gäbe es das natürlich auch, weil dann hättest du einfach die Wolken, die dich in eine andere Richtung schubsen. Gut, aber die sind random, weil ich mich erinnere. Es gibt auch Wolken, die in eine bestimmte Richtung schieben. Ja. Und die random Wolken natürlich. Ich brauche mehr Dreck. Das tut mir leid für dich. Haben wir nicht noch irgendwo so ein bisschen Dreck? Drei Dreck dürften im Barrel noch drin sein. Wir haben einen Barrel? Dreck-Barrel. Ja, achso, ja. Nee, das habe ich schon geleert. Oh. Wir haben einen Barrel? Nein, wir haben keinen Barrel. Nirgendwo. Also hier sind noch vier... Nee, hier sind noch drei Dreck, die ich nicht nutze. Drei Dreck? Die muss aber... Musst du dann mit anderen Sachen austauschen, weil hier ein Water Source ist, hier hinten. Du findest mich schon, wenn du weißt, wo hinten ist. Hinten. Hyrothium. Zumindest das noch. Aber Water Source eben, also Vorsicht. Okay, ich hab keinen Scherzblock. Kein Scherzblock? Was? Ja, so TNT oder so. Ah, so. Tolle Scherz. Empfindest du als Scherz? Ja. Natürlich. TNT ist sehr, sehr witzig. Ja, natürlich. TNT besteht eigentlich aus Friede, Freude, Eierkuchen und Gelächter. Ja. Das Rezept ist ja auch 8 Eier. So. 8 Cake. Zu wenig. Und Glas. Und ein Ei. Und ein Ei, genau. Das wirft man dann. Eben. Und da explodiert dieses TNT der Freude in einem riesigen Geburtstagskuchen der Emotionen. Ja. Komm, das klang gut. Nee. Doch. Nee. Na, Ernsthaft, was laberst du? Was schlabest du? Was ein Huhn auf meinen Gleisen. Was? Ich wollte gerade sagen, was? Aber schön, dass du mir die Aussage wenigstens abgenommen hast. Ich hab's runtergeschubst. Mörder. Noch ist es nicht tot. Noch zu retten. Losbringen der. Nicht mehr. Dann verkompostiere ich halt Mais. No. Doch, Mais braucht so ist es auch. Dazu ist die Kiste oben gedacht, falls du die noch nicht gesehen hast. Die habe ich schon gesehen, ja. Ah, sehr gut. Einfach reinwerfen, der Rest geht automatisch.
Blaubeeren kann man bestimmt auch verkompostieren. Alles, was da wächst, kann man kompostieren. Sogar die Samen davon. Ach, wenn du die Samen verkompostieren willst, ich habe unten eine Kiste. Nee, die mit... Samen, die brauchen wir für eine Hoarding-Quest. Echt? Eine Hoarding-Quest braucht Samen? Wo? Ja, die normalen Idol. Samen. Achso, aber die gehen, glaube ich, auch. Nee, aber ich hab ganz viele Salatsamen. Wie kannst du die alle verkompostieren? Also ganz wobei, die könnte man auch squeezen. Das ist jetzt natürlich die Frage, kann also man... Also ich hab hier 6 Stacks drin und hier kann ich theoretisch auch nochmal, warte mal kurz, gut 10 F-Stacks rausziehen, wenn du willst. Kann man diese Samen auch in Seed Oil verwandeln? Dann mach doch einfach Shift-R. Shift-R. Wie sag ich Shift-R? So, was man draus machen kann. Achso, kannst du einfach U drücken. Usage. Ja. Ja, gut, ich eigentlich auch. Shift, ja. Ist ja egal. Mhm. U ist mir zu weit. Ja, das liegt auch ein paar Tasten daneben. Ist schon verständlich. Also, es ist nicht gelistet zum. Schade, probieren wir es mal aus. Nein. Da brauchen wir eigentlich Seed Oil. Nö. Geht nicht. Cording. Gut, da kannst du die Seeds hier nehmen und die verkompostieren. Jo. Wo ist denn hier bei Hoarding? Seed Oil. Bei Fluids. Übrigens, die Sojabohnen-Seeds nicht unbedingt. Ne? Ach, dann sag auch bei Fluids, nicht bei Hoarding. Du hast nur die Dings genommen, ist alles in Ordnung. Okay. Ich wollte dich nur warnen, dass du die Sojabohnen-Samen nicht unbedingt nehmen solltest. Okay, ja. Was nochmal, Simon? Nichts. Was, Connor? Ja, ich hab's gefunden, ist alles in Ordnung. Aber sag halt Fluids, nicht Hoarding. Hab ich gesagt, Hoarding Fluids. Ja, davor hast du aber nur Hoarding gesagt. Schau mal, ich hab unter Hoarding auch den allgemeinen Begriff verstanden und deshalb auch in Hell's Kitchen geschaut. Also, wenn du Hoarding sagst, musst du auch sagen vor der Hoarding. Hey. Was macht dieser Zombie hier? Gammeln. Brennen. Was macht dieses Schaf hier? Wo kommt dieses Schaf plötzlich her? Warte. Brennen! Schön, das hat er gebrannt. Brauch ich ja gar nicht. Übrigens, Markus? Rohes Lammfilet. Rohes Lammfilet. Weil es so. Schmeckt gut. Er hat einfach gerade rohes Lamm gegessen. Also. Und hier kriegst du noch ein bisschen. You did good. Kalamari. Hier kriegst du Wolle. Das ist doof, weil da wollte ich eigentlich durchgehen immer. Ach, die Straße ist nicht richtig ausgeleuchtet, die läuft nur die Straße lang. Doch, die ist ausgeleuchtet, da sind Roadlights drin. Alle drei Blocks. Aber hier hinten ist auf jeden Fall, hier spawnt auf jeden Fall was. Ja, weil ich da die Bienenplattform, die zukünftige, noch nicht ausgeleuchtet habe. Warum bist du auch so ein... Ja. Ja. Ich finde das Wort selbst. Oh. Warum bin ich so ein? Finde toller das Mensch. Wort selbst. Hallo, ich hab dir gerade ein Kompliment gemacht. Bedenke aber, dass es ein unglaublich negatives Wort zu sein hat. Florian, habt ihr schon recht. Kiste und Zinn. Davon 4. Na dann. Wir sollten wirklich die Barrels mal einmotten. Viel Spaß. Da müssen wir aber erstmal das AI-System aufräumen, weil das ist ziemlich voll, weil da auch Books und so reingeschmissen werden. Das ist uncool. Was wird reingeschmissen? Books. Also so Enchanting-Books. Das sollte man nicht reinschmeißen, dafür sollte man einen Indexer nutzen. Weil so viele Types haben wir jetzt auch wieder nicht. Kann man die Bücher nicht auch in die Ja, Dings, genau. Das Filing Cabinet reinpacken ist auch, meine ich, schon das Advanced, ja. Oder? Nee, das ist das normale. Okay, dann mach mal Advanced draus, wenn du Zeit hast. Man kann immer nur eins reintun. Eine Sache. Ja, ins Advanced doch mal nicht mehrere. Nee, auf Metadata. Also, ich weiß, dass dazwischen normal und Advanced auf jeden Fall irgendein großer Unterschied bestand. Ja, dass es Metadaten beachtet und nicht nur Damage Value. Ist Damage Value nicht Metadata? Nein. Wo ist der Unterschied? Weil Damage Value
Damage-Meter wird doch im Metadata gespeichert. Ja, stimmt. NBT-Data meinte ich, nicht Metadata. Ach so. Ist wieder was anderes. Glaube ich. NBT ist was anderes, ja. Ich brauch Dreck. Alter. Und irgend so ein Autofeeder für meinen Charakter. Es nervt die ganze Zeit Kartoffeln zu fressen. Der feedet. Ah, diese Schafe hat kein U-Bahn-Ticket, ich muss das runterschubsen. Anstatt ihm einfach irgendwie eine Strafe aufzubürgen oder es ins Gefängnis zu schicken, nein, gleich der Tod. Schubst es in die Leere. Du stehst auf den Gleisen, das würde dich eh umbringen. Ich töte dich jetzt dafür. Noch fährt keine U-Bahn, deswegen kann ich nicht mit den Gleisen töten. Ich weiß gar nicht. Ich meine, wenn es keinen wirklichen Boden gibt oder auch wirklich keine Erde, in die man einen Untergrund bauen kann, kann man das überhaupt U-Bahn nennen oder müsste man es trotzdem noch Schwebebahn nennen? Ja, wir haben ja hier einen künstlichen Boden, sage ich mal. Ja. Eigentlich ist es ja eine Untergrundschwebebahn. Ja, sie schwebt doch eigentlich, ne, sie schwebt schon. Nein, sie hat feste Gleise, das ist der Punkt. Also schwebt sie nicht. Eine Schwebebahn hat auch feste Gleise. Eine Schwebebahn hängt, soweit ich weiß. Aber an einem festen Gleis. Weil aber das ist kein fest, ein hängendes Gleis, das ist nicht so ein Gleis. Dann würde es runterfallen, wie das bei dieser einen Schwebebahn passiert ist. Die letzte Nachrichten war. Es ist aber kein Hängegleis, was ich habe. Es ist ein Schwebebahn-Nachrichten? Es war nicht Schwebebahn, aber es war das Gleis, was plötzlich runtergefallen ist. Ja, das hier kann nicht runterfallen. Und hat ein LKW erschlagen, kann sein, ja. Aber wirklich einfach so, das steigert einfach das Vertrauen in diesen Bahnen zu fahren, um einen so großen Bereich. Oh, Schwebebahnen sind schön. Ja, ich habe eine von außen gesehen. Wobei das ist die einzige Schwebebahn, die ich je gesehen habe, überhaupt gesehen, und das nur von außen. Ja, und viele Unis haben eine eigene Schwebebahn. Unis? What? Universitäten. Was wollen Universitäten mit einer Schwebebahn? Genau, das frage ich mich auch. Du bist angegriffen, Simon. Werde ich das? Ja, werde ich wohl. Ah, oh, jetzt greift er mich an, oder was? Geh weg, du. Geh weg. Du. Du böser Schlängel, du. Wie funktioniert die Runic Armor? Ach, da steht er ja. Ich kann lesen. Ich kann lesen. Warte, die hast du schon? Nein, ich überlege nur, wie sie funktioniert. Ach so. Ich lese es mir durch, keine Sorge. Ja, die ist toll. Die sollte man mal machen bei Gelegenheit. Oh, ich kümmere dich um deinen Kram. Bin ich grad bei? Pei. Pei. Da bin ich grad bei, ja. Jetzt beeil dich mal, dass du mit deinem Kram auch fertig wirst. Ja, dann lass mich auch lesen. What? Du kannst doch gleichzeitig lesen und hören. Das wird doch wohl nicht überfordern, oder? Ich kann nicht lesen, wenn du redest. Ja. Vielleicht sollten wir genau aufhören. Unter Umständen, ja. Wo geht der Kamm da eigentlich hin? Ach so. So, jetzt habe ich genügend Dreck. Chill. Auch wirklich mehr Gas. Was macht eigentlich der Reaktor? Der ist jetzt zu 30% voll. Also ich renne einmal über die Road drüber und die Hälfte meiner Hungerleiste ist weg. Das ist ekelhaft. Du kannst ja einfach normal drüber laufen, du wirst ja trotzdem beschleunigt. Ja, aber trotzdem wird's ziemlich viel wegfressen, weil Minecraft den Hunger aufgrund von Distanz berechnet. Also ich verliere pro Tour ein halbes Dingen da. Ein halbes Stück Fleisch. Ja, ich renne ja auch drüber. Ja, ich renne auch drüber mit Sonic the Hedgehog. Ja, Sonic the Hedgehog ist wieder was anderes. Ja, ich weiß. Aber das aktiviert sich auch beim Sprinten. Vielleicht bist du dann einfach nur... Nee. Ist komisch. Ich will auch Sonic. Mach dir mehr Perlen. Ja, ich brauche ja Level dazu. Ich habe aus irgendeinem Grund 59. Ich glaube, das liegt daran, weil ich in der Mobfarm drin war und mich mal umgesehen habe. Mal umgesehen. Meinst du, hast irgendeine rockige Musik angemacht und dann erstmal eine halbe Stunde da ununterbrochen alles zusammengeschlachtet? Ja. Okay.
Progressive Rock. Lazy Low kann ich nur empfehlen. Für Leute, die laute Musik mögen und schnelle. Und nicht japanophob sind. Japanophob. Gibt's. Ach, sie ist Frank. So ein bisschen, ja. Was bin ich? Ein Keks. Ein schlechter, weicher, labbriger Keks. Das ist gut, ja, das ist sehr gut. Dann isst mich schon mal keiner. Ein schlechter, labbriger Keks. Du hast weich vergessen. Weich, stimmt. Darf ich da jetzt eigentlich wieder Glas rein, also beziehungsweise Sand reinwerfen in den... Momentan ja. Die Smeltery? Übrigens war es sehr wichtig, schlecht zweimal zu nennen. Ach so. Kann ich, ja, doch. Passt. Kann ich verstehen. Jo. Ich will euch nicht unterbrechen, aber geht es dann automatisch raus, oder? Ich glaube mit dem momentanen Setup, ja. Aus der Smeltery, also aus der oberen Smeltery hier. Ja. Wobei gerade nicht, sicher, weil da irgendwie Resident Ender drin ist, aus irgendwelchen mir nicht bekannten Gründen. Was macht Resident Ender da drin? Wahrscheinlich hat der Ender dann wieder verreckt. Nein, ich meine die obere Smeltery, die ja oben am Tageslicht steht. Ja, die meine ich ja. Hä? Hier hinten ist in der Rohr, wenn du mal kurz drüber hoverst. Resident Ender drin. Schwebt rechts am Rand ein. In der Rohr. Jetzt ist da kein Rohr. Resident Ender mehr drin. Okay. Das Rohr ist jetzt, weiß ich wo, gelandet. Bei dir, glaube ich. Ich hab ein Rohr, ja. Dann mach ich noch kurz im Enter. Also, du weißt, was du meinst. Wir wissen genau, was du meinst. Ich hab ein großes, langes Ding, das mit in der Landschaft steht, ne? Ich geb dir mal mein Rohr. Und grün leuchtet. Und grün leuchtet, genau. Dein Ding leuchtet? Okay, gut. Und nee, ganz wichtig für uns ist, weil es ganz große Mengen Energie erzeugt. Und wir haben ja schon geklärt, dass wir es nicht berühren sollen, weil das uns mit einem Schlag töten könnte. Ja, es ist gefährlich. Das macht echt nicht besser, ey. Ja, sein Ding ist halt echt gefährlich. Ja, Ich merk schon. Und mit riesigen Mengen blauer Flüssigkeit gefüllt. Aha, blau ist eine gesunde Farbe. Ach, das geht mit den Rohren, das ist ja gut. Ja! Habe ich noch gar nicht gewusst. Boah. Mega! Das ist echt mega gut, ey. Das. Hat jemand von euch zufällig noch ein Thermometer oder haben wir noch eins im System? Nicht, dass ich wüsste. Gut. Da man die Deconstruction Tables nicht dekonstruieren kann. Nein, haben wir nicht. Aber wir haben ein Formium Screw mit Repair 5 drauf. Was? Formium Screw? Mit Repair 5. Sehr gut, ja, damit brauche ich. Ja, damit. Hol sie selber. Ja, ich hol's mir dann später. Ich mach grad. Holst dir. Hm? Ja. Ich mach grad meine Base. Wir bleiben auf der Schiene mit seinem großen, undefinierbaren Ding, oder? Ja. Gut. Gut. Apropos, gefällt mir. Es ist immer noch nur 30% voll. Was ist denn hier los? Das Ding? Das Ding. Das Ding. Da kommt Cyanid-Prozessor. Er prozessiere das Cyanid.